Jakob Sokop wurde vor 160 Jahren, sehr, sehr lange her, geboren, also 1855, in Gruschbach in Südmähren. Er kam erst mit 16 Jahren nach Wien. Er lernte allerdings nicht dieses Wien kennen, das in der Operette als singendes, klingendes Märchen bezeichnet wird. Er lernte das Wien der entrechteten Arbeiter kennen. 12 bis 16 Stunden mieseste Drecksarbeit hatte er zu leisten, unter ärgsten hygienischen Bedingungen. Er erlebte die Ausbreitung der Proletarierkrankheit Tuberkulose. Es gab keinen Krankenschutz, keine Altersversorgung, keine Vorsorge für Arbeitslosigkeit. Er wurde in diesen Zeiten Mitglied im Arbeiterbildungsverein, wo sie die Arbeiter nicht nur kulturell bildeten, sondern auch gemeinsam versuchten, ihre Rechte zu erkämpfen. Er war stolz darauf, davon redete die ganze Familie immer wieder, dass er als 19-Jähriger am ersten Parteitag der Arbeiterbewegung, das war damals in Neudörfel, teilnehmen konnte. Also er war bei der Gründung der Sozialdemokratie dabei. Damals wurde die 60-Stunden-Woche erkämpft und zumindest ein Verbot der Kinder- und Feiertagsarbeit. Marianne arbeitete als junges Mädchen, als Dienstmädchen in der Josefstadt. Und er in Favoriten als Metallarbeiterlehrling. Sie hatte nur jeden zweiten Sonntag Ausgang, was den beiden natürlich nicht genügen konnte. Trotz des strengen Winters, der im Jahr 1876 herrschte, und trotz seiner durchlöcherten Schuhe, wanderte Jakob jeden zweiten oder dritten Abend den weiten Weg vom alten Landgut, heutiger Verteilerkreis, bis in die Josefstadt, wo Marianne aus dem Fenster ihrer Kammer nach ihm Ausschau hielt. Marianne wurde nämlich eine gute Kampfgefährtin ihres Mannes. Mehr Courage als 10 Männer, so beschrieben sie die Nachbarinnen, wenn sie bei den polizeilichen Hausdurchsuchungen bis in den vierten Stock hinaufschreien gehört haben. Heut führen sie so, fürchteten viele. Dann schrie Marianne die verblüfften Polizisten an. Was wollt's? Mein Kredenz wollt's durchsuchen im Namen seiner Majestät? Ja, vor was hat denn der Kaiser Angst? Vor meinem leeren Schmalztiegel, da schaut's rein, kein Decker Fett mehr drin. Dass ihr euch nicht schamt, bei armen Leuten so eine Wirtschaft zu machen. Gehst weg mit deinen dreckigen Kleben. Glaubst du, dass ich eine Kanone unter meine Lumpen versteckt hab? So, jetzt habt ihr mir noch die Kleine aufgeweckt mit euch am Krawall. Mein Großvater war einer der 238 staatsgefährdenden revolutionären Sozialisten, die während des Ausnahmezustandes von 1884 für 7 Jahre aus Wien ausgewiesen wurden. Er wurde des Hochverrats angeklagt. Und warum? Weil er im Kaffeehaus das verbotene, damals verbotene Lied der Arbeit gesungen hatte und ein Flugblatt verteilt hatte mit dem Inhalt: Franz Josef ist ein würdiger Nachfolger des blödsinnigen Ferdinand.